Hallo zusammen, mein Name ist Thomas Ortner von Tor.de und im heutigen Screencast möchte ich mich mit dem Modul References beschäftigen. Wer den letzten Screencast zur Einführung in Vue's 3 gesehen hat, der kennt meine Beispielseite Songbörse. Und das ist soll eine klassische Beispielseite werden für Songtexte. Und da braucht man natürlich Interpreten und entsprechende Songtexte. Und ein paar gibt es hier auch schon beispielhaft erstellt. Es gibt also den Inhaltstypen Lied, in dem ein Songtext eingetragen werden kann, und den Inhaltstypen Interpret mit Name des Interpreten, Bild und Zusatzinformationen. Was uns aber deutlich fehlt, wenn man zum Beispiel hier auf Falco klickt, hier wäre es doch ganz praktisch, wenn hier stünde, welche Songtexte auf dieser Seite denn von Falco sind. Oder wenn man auf einen Songtext klickt, wie hier zum Beispiel auf Rolling in the Deep, wenn man bei diesem Beitrag auch sehen könnte, welcher Interpret hierfür zuständig ist. Und genau für solche Anwendungen gibt es das Modul References. References ist ein Modul, das in das Fieldset, das in Drupal 7 vorhanden ist, einen neuen Feldtypen integriert. Und finden kann man das Modul unter drupal.org/project/references. Und wir laden uns wie gehabt die entsprechende Version runter. Ich nehme hier die Development-Version, da es ist immer noch keine wirklich stabile Endversion des Moduls gibt. Und außerdem gehen wir in diesem Screencast noch auf ein Modul ein, das heißt Corresponding Node References. Auch hier lade ich die Devel-Version runter. Und Module werden wie gehabt, oder wie auch schon in einem anderen Screencast von mir zu sehen, unter Sites All Modules installiert, also alle Ordner entpacken und hier einfügen. Die beiden hier, die sind schon aus dem Views-Screencast und die beiden hier sind neu. Wenn das erledigt ist, dann kann man unter Module diese beiden Module aktivieren. Das Modul References kommt mit den Untermodulen Node Reference. Damit kann man auf Nodes referenzieren und auf User Reference. Hier kann man auf User referenzieren, brauchen wir in unserem Fall nicht. Wir entscheiden uns hier nur für die Node Reference. Und außerdem aktiviere ich gleich das Modul Corresponding Node References. Und ich sage Konfiguration speichern. Wie gesagt, beide Module verknüpfen Inhalte bestimmter Inhaltstypen. Und durch das Modul References und das Untermodul Node References gibt es ein neues Feld in unseren Inhaltstypen, eine neue Feldart. Und wenn ich hier auf Inhalt, auf Struktur gehe, auf den entsprechenden Inhaltstypen, wähle ich jetzt mal das Lied, sage ich gleich Felder verwalten. Und hier kann ich einen neuen Feldtyp hinzufügen und der heißt Node Reference. Dann kann man hier hinten noch festlegen, wie der Feldtyp angezeigt werden soll beim Ausfüllen. Entweder als Autocomplete Text Field, das heißt, ich gebe eine Anfangsbuchstabenkombination ein und die übereinstimmenden Feldwerte, die bereits vorhanden sind, werden angezeigt. Sehr praktisch, eine Auswahlliste oder Kontrollkästchen. Ich entscheide mich für das Autocomplete Text Field. Nenne das Feld Field Interpret Reference Ref und sag Interpret dieses Songs, schon wieder vertippt, und sag Speichern. Hier in der nächsten Maske kann man festlegen, welcher Inhaltstyp referenziert werden kann. Das ist natürlich der Interpret, denn der soll angezeigt werden. Speichern die Feldeinstellung. Hier brauchen wir nichts mehr ändern. Okay, machen wir auf Einstellungen speichern. Kann auch die Anzeige
Und ich möchte den Interpret dieses Songs noch über dem eigentlichen Liedtext in der Eingabemaske haben. Und bei der Anzeigeverwaltung, da hätte ich auch ganz gern den Interpret über dem Liedtext. Speichern wir das Ganze. Und wenn wir jetzt hier auf einen vorhandenen Inhalt gehen, zum Beispiel auf das Lied Out of the Dark, auf Bearbeiten, dann hat man hier jetzt das Neufeld Interpret dieses Songs. Out of the Dark ist ein Song von Falco, gebe ich also F ein und dann sollte eigentlich Falco sofort erscheinen. Das mache ich hier in unserem Beispiel die Note mit der ID 5 und ich speichere das Ganze. Und wenn ich jetzt auf den Eintrag klicke, dann wird mir die Interpret dieses Songs angezeigt, Falco. Und wenn ich da draufklicke, dann komme ich auf die entsprechende Seite von Falco. Nachdem natürlich die Interpreten verschiedene Songs hoffentlich mal in unserer Songbörse eingetragen haben, wäre es natürlich ganz prima, wenn wir hier aufzeigen könnten, welche Songs, welche beim einzelnen Interpreten überhaupt zu finden ist. Also hier sollte jetzt dann eben der Out of the Dark und möglicherweise ein paar andere Texte noch erscheinen. Und da kommt das Modul Corresponding Note Reference ins Spiel. Das ist ein Modul, das sozusagen zwischen zwei Inhaltstypen referenziert, die Felder des Typs Note Reference aufeinander verweisen. Hört sich kompliziert an, ist es eigentlich auch, aber in der Umsetzung ist es alles andere als schwierig und deshalb gehen wir einfach nochmal auf Struktur und legen jetzt im Inhaltstypen Interpret ebenfalls ein Feld an vom Typ Note Reference. Wähle ich wieder Autocomplete Textfield und sage diesmal Lead Referrer. Und als Beschriftung sagen wir eingetragen Lieder des Interpreten. Speichern das Ganze. Das bezieht sich jetzt hier mit der Referenz auf Lied, auf den Typ Lied. Wir sagen wieder Speichern. Und bei den nächsten Standardeinstellungen können wir alles wieder so lassen. Das ist nur die Anzahl von Werten. Die setzen wir auf unbegrenzt, denn es können natürlich mehrere Lieder pro Interpret eingetragen werden. Wir speichern die Einstellungen. Und die Anzeige verwalten wir auch noch. Das passt alles. Wenn wir jetzt auf Inhalt nochmal gehen, halt einen wesentlichen Teil vergessen, unter Konfiguration müssen wir jetzt natürlich noch festlegen, dass die Note-Reference-Felder korrespondieren. Und da gibt es hier unter dem Punkt System den Punkt Corresponding Note References, den angeklickt. Und da wir jetzt aktuell nur zwei Note-Reference-Felder angelegt haben, ist es nicht schwer, dass die richtige Korrespondenz herauszufinden. Das ist also diese hier. Was sagen wir, die Felder korrespondieren. Wir speichern das Ganze. Und wenn wir jetzt die vorhandenen Inhalte, zum Beispiel die Lieder Out of the Dark, nochmal bearbeiten und einfach auf Speichern klicken und Emotional ist zum Beispiel auch ein Song von Falco, sagen wir auf Falco speichern. Wir haben den Song Egoist, den bearbeiten wir auch nochmal. Ebenfalls ein Song von Falco. Und speichern den. Tja, und last but not least sollten wir auch noch den Falco, den Interpreten, bearbeiten, denn hier haben wir ein neues Feld hinzugefügt, das bisher noch gar nicht da war. Der Wert wird automatisch eingetragen. Hier sehen wir schon mal drei Felder, die vorhanden sind. Und
Wir brauchen keinen weiteren Wert anzeigen, sondern einfach speichern. Und wenn ich jetzt auf den Falco gehe, dann sollte jetzt eigentlich, genau, das ist schon eingetragene Lied des Interpreten, Out of the Dark, Emotional Egoist erscheinen. Wunderbar. Und das funktioniert natürlich nicht nur mit den Beispieleinträgen, die wir vorher schon festgelegt haben. Wir können natürlich auch einen neuen Inhalt hinzufügen. Und das sagen wir, geben ein Lied ein. Ein ganz bekanntes Lied von Falco war zum Beispiel Der Kommissar. Ja. Die Shift-Taste gekommen. Interpret ist wieder mal Falco. Liedtext habe ich hier schon mal vorbereitet. Einfügen. Speichern das Ganze. Und dann ist jetzt hier zum einen bei Der Kommissar der Interpret eingetragen. Falco, den wir bei der Eingabemaske eingeben, wenn wir jetzt auf die Detailseite von Falco klicken, dann ist hier auch gleich der Kommissar mit angefügt. Tja, und so einfach kann man mit References und Corresponding Note References Notes, die in Abhängigkeit voneinander stehen, darstellen. Ich hoffe, der Screencast hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn er mal wieder vorbeisieht. Ciao, der Thomas von Tour.de.